heute ein ganz besonderes Video von uns beiden, von der Dog and Cat Rescue Foundation in Koh Samui. Das lag uns beiden schon so lange am Herzen und das haben wir heute endlich mal geschafft. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr euch das Video jetzt anschaut hier oder die paar Minuten Video von den Leuten, die hier ganz tolle Arbeit leisten mit Hunden und Katzen auf Koh Samui. Da würden wir beide uns freuen, ne? Ja. Und vielleicht habt ihr mal Lust, dann in euch zu gehen nach dem Video und vielleicht auch mal ein bisschen was zu spenden. Also dringend brauchen die eine Spende für ein neues Auto. Der süße Hund ist von einem Hotel. Hotel wollt ihr nicht mehr haben da, ne? Hat jedes Tier seine Geschichte. Nicht nur hier, aber wie in Deutschland natürlich auch, ne? Und jedes Tier verdient natürlich auch, dass es wieder zum Besitzer findet. Deshalb immer Hunde holen, nicht kaufen, sondern im Tierheim holen. Keine Hunde kaufen. Tierheim, überall warten ganz viele Tiere. Hallo. Ich bin der Tom, grüß dich. Servus. Wir machen, haben einen kleinen YouTube-Channel, Flight Traveler TV. Wir, ja, reisen gerne. Wir beide reisen um die Welt. Hallo. Ja, wir kennen euch natürlich schon lange. Wir sind sonst immer gegangen in Richtung Burput. Ja. Da waren wir schon öfter. Ne? Genau, also wir haben das große Tierheim hier im Süden mit 350 Hunden, 150 Katzen. Ja. Da ist unsere eigene Tierklinik. Ja. Haben wir da auch, unser eigener Veterinär. Wir sind jetzt 25 Jahre hier auf der Insel. Wir haben mehr als 30.000 Tiere sterilisiert, kastriert in der Zeit. Wir haben den ersten Tierarzt auf die Insel geholt. Damals, vor 25 Jahren, gab es keinen Tierarzt. Ja. Das heißt, es war wirklich ein Paradies für die Menschen, aber die leider die absolute Hölle. Ich erinnere mich immer noch daran, als ich das erste Mal hier auf Samoa 1999 habe ich einen Hund gesehen, in einem so schlimmen Zustand. Ja. Und das war also meistens ist ja wirklich so, also erstmal Häute, die haben viele Häute. Ja. Bei diesen Temperaturen, der hohen Luftfeuchtigkeit, das sind Milben, Parasiten, die sich einfach auf der Haut vermehren. Dann hast du einen Juckreiz, dann kratzt man sich und dann wird es blutig, die Haare fallen aus und so weiter. Dann das nächste große Problem ist natürlich irgendwelche Wunden, wenn die nicht behandelt werden. Das heißt, da kommen ganz schnell die Fliegen, legen ihre Eier da rein und dann schlüpfen die Maden und die Maden fressen oft die Tiere auf. Also natürlich Hunde. Wir hatten ja damals eigentlich vor 25 Jahren fast nur Hunde. Nur Hunde, das ist, mittlerweile sind Katzen. Ich sehe das immer. Genau, die ganzen mehr und mehr Katzen. Ja, durch diese vielen Sterilisationen, Kastrationen haben wir natürlich jetzt auch, muss ich sagen, natürlich ist die Population, hat sich verringert, der Hunde. Aber Katzen viel in den Ressorts und so weiter. Ist natürlich auch schwierig zu fangen, weil die leben oben auf den Bäumen, auf den Dächern. Ein Hund kannst du anfüttern, eine Katze, die ernährt sich von Geckos, von Mäusen. Manchmal nicht so einfach zur Sterilisation. Also damals gab es in Thailand nur ganz wenige Katzen. Ne? Also ich habe damals in Thailand wenig Katzen ganz gesehen. Wenig. Und das scheint mir jetzt so eine Modeerscheinung zu sein. Man sieht das auch bei YouTube, da zeigen die immer diese ganz schönen Katzenvideos. Ist hoch. Natürlich auch, je weiter du in den Süden von Thailand kommst, das heißt, wenn du jetzt weiter Richtung Krabi, Phuket, aber dann natürlich auch Songkla, Yala und so weiter, wird es immer mehr muslimischer. Ja, und Muslims hier in Thailand mögen keine Hunde. Ja. Das heißt, da gibt es keine Hunde, weil sie umgebracht wurden, vergiftet wurden und so weiter. Ja. Und der natürliche Feind der Katze ist der Hund. Und wenn es den Hund nicht mehr gibt, vermehren sich die Katzen. Okay. Das ist und du hast eine Katze, wirft nach 4-5 Monaten und dann immer 8 bis 10 kleine. Und dann hast du natürlich wahnsinnige Populationen dann. Aber ich sage einfach mal, danke für eure tolle Arbeit. Ich beobachte das schon immer, die letzten 20 Jahre und immer von Deutschland aus.
machen wir mit jedem Kauf. Also ich bin sehr aktiv gewesen im Vogelschutz. Ja. Habe wirklich Tonnen von Vogelfutter bei Zooplus gekauft, immer bei eurem Link. Genau. Und wir haben auch immer mal was gespendet. Also wir sind hier als gemeinnützig anerkannt, schon seit 15 Jahren. Ja. Das heißt, wir sind ein Non-Profit, ganz offiziell vom thailändischen Staat. Wir müssen Buchführung machen. Wir sind in Deutschland anerkannt als gemeinnützig, auch seit fast 20 Jahren. Wir haben da, also wenn uns jemand helfen will, spenden will, wir haben Deutschland. Macht das mal einen richtigen Aufruf. Ja. Also ich würde mich natürlich super, super freuen über Spenden. Wir sind, wie gesagt, in Deutschland als gemeinnützig anerkannt. Wir können da Spendenquittungen fürs Finanzamt ausstellen. Gerne mich anschreiben auf www.samuidoc.org. Das ist unsere offizielle Webseite. Und dann info@samuidoc.org ist dann die E-Mail-Adresse. Dann für die ganzen Konten. Also ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht eine Patenschaft. Diese 25 Euro pro Monat, die helfen uns immer sehr viel. Das sind Futterkosten, medizinische Kosten und so weiter. Und wie gesagt, wir sind als gemeinnützig anerkannt. Man kriegt dann eine Spendenquittung, Spendenbeleg und so weiter. Also freue ich mich sehr, sehr drüber. Ja, und die Pim und ich, wir würden uns natürlich auch freuen. Und ganz toll, dass wir hier ganz spontan, wir waren nicht angemeldet, der ist einfach gekommen und hat uns hier so ein kleines Interview gegeben. Ja. Und wenn ihr mal auf Samui seid oder wenn ihr auch in Deutschland seid, ihr könnt ja auch in Deutschland aushelfen. Das wäre ganz toll.